Hallo ihr Lieben, wir haben wieder ein DIY für euch vorbereitet und ich zeige euch, wie ihr mit zwei natürlichen Zutaten ein Gesichtswasser herstellen könnt. Auf geht's! Wir brauchen für unser Gesichtswasser einmal Apfelessig und einmal Grüntee. Als erstes schütten wir aber 200 ml Wasser in den Topf und 20 ml Apfelessig direkt hinterher. Dann habe ich hier schon ein Ei vorbereitet mit dem grünen Tee. Den lege ich rein und dann lassen wir das Ganze 10 Minuten köcheln. Ich habe das Ganze jetzt hier einmal abgefüllt und fülle es nochmal um in ein Gefäß. Habe das auch schön markiert. Ihr müsst wirklich sehr vorsichtig sein, weil es sehr heiß ist. Nicht, dass ihr euch die Pfoten verbrennt. Grüner Tee hat übrigens auch eine antioxidative Wirkung auf der Haut und beugt Unreinheiten vor. Apfelessig neutralisiert den pH-Wert der Haut und ist halt einfach in der Anwendung, indem ihr das auf dem Wattepad streicht und dann euch das Gesicht reinigt. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem selbstgemachten Produkt haltet. Würde mich echt interessieren und ansonsten bis bald!